2095 Milliardäre gibt es weltweit. Doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Im letzten Jahr ist ihr Vermögen um 2,5 Milliarden Dollar gewachsen pro Tag. Fast die Hälfte der Menschheit, 3,4 Milliarden Menschen, leben von 5,5 Dollar am Tag. In Deutschland besitzt das reichste 1% mehr als ein Drittel des gesamten privaten Nettovermögens. So viel Ungleichheit war nie. Es muss ein ausreichendes Einkommen für alle geben. Da müssen wir hin. Unabhängig davon, was die Menschen können, was sie arbeiten, wer sie sind, ein Grundeinkommen für alle, was ausreicht. Und nach oben hin brauchen wir auch einen Deckel. Niemand wird glücklicher, wenn er von 300.000 Euro im Monat auf 350.000 Euro im Monat steigt. Kann mir kein Mensch erzählen. Gibt es auch Studien zu.